Lol. Was? Jetzt habe ich gerade deinen Teleport in Frage bekommen. Oder bisschen geleckt, kommt mir vor. Ich? Nein, das Spiel. Ah, okay. Schon wieder zurück. Ich möchte mir nicht allzu große Hoffnungen machen, aber war deine Suche erfolgreich? Ah, da ist er ja. Mein geliebter Orden. Ich bin dir wirklich zu Dank verpflichtet. Er ist für mich nämlich von großer Bedeutung, müsst ihr wissen. Ich habe ihn von einem guten Freund. Quer durch die ganze Welt trug ich ihn auf meinem Rücken. Damals war ich noch jung und konnte noch nicht einmal sprechen. Wir haben die aufregendsten Abenteuer zusammen erlebt. Es war ohne Zweifel die schönste Zeit meines Lebens. Den prachtvollen Orden, den er auf seinen Reisen fand, fädelte er auf eine Kette und schenkte sie mir. Für meinen geschätzten Kameraden, sagte er, als er sie mir umhängte. Ich kann gar nicht beschreiben, wie ich mich freute. Ich wäre fast geplatzt vor lauter Stolz. Sein Name war Artbert, mein bester Freund. Doch jetzt ist er nicht mehr. Artbert? Etwa der Artbert, der... Ja, dem man die Schuld für die Lichtflut gab. Aber glaub mir, die Dinge lagen anders. Ganz anders. Zwar gab es damals viele, die für Artbert und seine Freunde sprachen. Schließlich hatten sie mit ihren selbstlosen Taten unzählige Leben gerettet. Aber mit der Zeit verstummten diese Stimmen und man sah sie nur noch als Schuldige, die großen Sünder. Als ich diese Ungerechtigkeit nicht mehr ertragen konnte, zog ich mich in diese abgelegene Gegend zurück. Artbert war eine gute Seele. In jeden Schlamassel ließ er sich hineinziehen. Jedes Mal eilte er zur Hilfe, wenn irgendwo jemand auch nur die Stirn krauszog. Er wollte die Welt retten, doch sie hat sich von ihm abgewandt. Wie konnte es nur so weit kommen? Er hatte sich ein glücklicheres Leben verdient und ich wünschte, ich hätte ihm das sagen können. Was nimmst du? Eins oder zwei? Eins oder zwei? Ich bin mir sicher, Artbert weiß, was du denkst, oder möge der Orden dich an ihn und seine Gutmütigkeit erinnern? Erster. Ich bin mir sicher, Artbert weiß, wie du denkst. Danke. Er und du, ihr seid aus einem Holz geschnitzt. Als wir Amaro vor langer Zeit erschaffen wurden, gaben uns die Magier die Fähigkeit, in den Seelen zu lesen, damit wir unsere Reiter erkennen mögen. Über die Äonen wurde diese Gabe schwächer und schwächer. Doch ich bin ein Kind der Ahnen. Ich bin mehr nach ihnen geraten als meine Brüder und Schwestern. Ich sehe deine Seele. Sie ist wie seine. Deine Seele und Artberts Seele, sie sind sich sehr ähnlich. Natürlich bist du du. Wer wir sind, bestimmt nicht nur unsere Seele.
Ebenso wichtig sind unsere Erfahrungen und Entscheidungen. Aber glaube mir, wenn ich dir sage, dass ich dein Schicksal sehen kann. Du wirst siegen. Und aus diesem Grund gebe ich dir, was du suchst. So ein Schlamassel! So ein vermaledeiter Schlamassel! Du bist doch aus Lidaleran. Ist da etwas passiert? Und wie? Und wie? Wir und die Zwillinge haben versucht, die bösen Leute daran zu hindern, nach Ilmec reinzukommen. Zuerst war das auch wirklich lustig, weil sie so schön schreiend weggelaufen sind. Aber dann kam der Alte mit dem bösen Gesicht. Auf den haben unsere Zauber keine Wirkung. Wegen dem sind sie jetzt schon fast hier. Ranjit, das ist kein gutes Zeichen. Er ist bestimmt wegen uns hier. Ohne Zweifel. Wenn er uns stellt, bevor wir den Lichtbringer besiegt haben, ist die ganze Mission in Gefahr. Wir sollten uns aufteilen. Du dringst weiter bis zum Lichtbringer vor. Als Trägerin der Gabe ist es deine Aufgabe, ihn niederzustrecken. Wir stoßen indessen zu Alfino und halten die Armee aus Yulmor auf. Auch wenn es uns nicht gelingen sollte, werden wir unser Bestes tun, dir so viel Zeit wie möglich zu verschaffen. Aber der Erfolg unserer Mission liegt jetzt allein in deinen Händen. Wie immer. Ich fühle mich zwar nicht wohl dabei, jetzt den Schwanz einzuziehen, aber es ist wohl das Beste. Ich habe die gleiche Gabe. Bitte nimm mich mit. Nein, du wärst ihr nur im Weg. Komm, wir müssen los. Es tut mir leid. Bitte sei vorsichtig. Nein, bleib doch hier. Was willst du machen? So. Ich hab dich umarmt. Weil du hast gesagt, du willst oft Leute umarmen. Liegia. Es tut mir leid, dass ich dich so lange hab warten lassen. Ich weiß, die Zeit drängt. Ich habe dir die Kristallschuhe gegeben, weil ich an dich glaube. An deinen Willen, die Welt zu retten. An deine Fähigkeiten, auch einen Lichtbringer besiegen zu können. Unsere Gedanken sind mit dir, wenn du Titania gegenüber trittst. Wenn du von hier gen Süden gehst, gelangst du zur Brücke, die zum Schloss führt. Mit den 4 Relikten in deinem Besitz wirst du das Schlosstor öffnen können. Seit Adber hat, habe ich niemanden mehr mit diesen Worten verabschiedet, aber es ist angebracht. Mögen die Winde dir gewogen und das Schicksal gefällig sein. Komm, es war doch klar, dass das Adbers Reittier war. War ziemlich klar, ja. Aber trotzdem schön. Oder traurig, auch eher. Ach, hat es den noch nicht. Komm auf.
gestorben? Ich höre dich wieder. Was? Du bist runtergefallen, was erwartest du? Ja, aber ich stirb doch beim Runterfallen nicht. Wenn du ein Monster an der Backe hast, stirbst du davon. Wow, oh Gott. Wo bist du denn? Da liegst du, okay. Frechheit. Extra nochmal umgedreht. Aufsetzen überhaupt und sowieso. Das kann ich auch machen. Nein, nein. Das Ding. Ja, du musst da direkt zum Tor. Jetzt. Ja, das ist mir klar, aber wie. Aus was für einer Entfernung der auf uns aufmerksam war, das? Ach so. Ich. Ja, die Big T's haben ein bisschen Humor. Ja. Es schaut ziemlich schmerzhaft für das Auto aus. Ach was. Das liegt ziemlich tief, also... Ja, hörst du nicht das Ratschen? Knatter, knatter, ratsch, ratsch, schlürf, schlürf. Ich hoffe, wir haben einen Anfänger-Tank mit dabei. Damit uns alle umbringen kann. Das Siegel ist bereits gewichen. Irgendwie wusste es, dass die vier Relikte wieder zueinander gefunden haben. Jetzt ist es an der Zeit, mutig zu sein und sich gut gelaunt ins Abenteuer zu stürzen. Aber sei schön vorsichtig. Der Feenkönig ist unberechenbar und will dich bestimmt sofort mit Haut und Haaren fressen. Wir Feen wären dir ungemein dankbar, dass du unseren König von ihrem schrecklichen Fluch befreien würdest. Bitte tu alles, was in deiner Macht steht. Also, mein süßes Bäumchen, denk dran, die Welt der Feen ist nicht halb so kompliziert wie die deine. Alles folgt einfachen Regeln. Was du genommen, musst nun geben. Was du zerstörst, musst neu beleben. Ob Spaß, Zank oder feiner Streich, Harmonie ist das Gesetz im Feenreich. Alle Dinge dieser Welt erfordern einen Ausgleich, das ist unsere Philosophie. Alles, was du aus dieser Welt nimmst, musst du auch irgendwann zurückgeben. Aber sorge dich nicht, Bäumchen, irgendwann wirst du die natürliche Ordnung auch verstehen und ich werde immer an deiner Seite sein, um dir zu helfen. Offenbarung Titania, nun zugänglich. Dann.
mit Hilfe der vier Relikte, dem Pixie-Kleid, der Muschelkrone, dem Steinstab und den Kristallschuhen hast du das Siegel des Tores vom Schloss Lyrgia entfernt. Nun stehst du, der Krieger der Dunkelheit, gemeinsam mit deinen Gefährten erneut vor der Aufgabe, einen Lichtbringer zu bezwingen. Der Feenkönig Titania, einst Schutzpatronin aller Feen, ist wunderschön und tödlich zugleich. Mit der Armee von Yuma auf den Fersen bleibt deiner kleinen Gruppe nicht viel Zeit, die Herausforderung zu meistern und den Feenland den schützenden Mantel der Nacht zurückzuschenken. Hätten wir dann zwei Gebiete fertig. Das dritte. Da fehlt ja auch noch jemand. Da weiß ich ja schon, wer das sein wird. Da fehlt ja nur noch einer aus unserer Truppe. Und das letzte Gebiet ist wieder das Endgebiet, denke ich mal. Ja. Vorher machen wir die anderen beiden Gebiete noch. Genauso wie ein Stammblatt. Verstehe ich schon. Ja. Oh boy. So schlimm. Ach, kommt drauf an, wie viele Neulinge wir haben. Die Musik wird lustig. Komm, Dede, nimm an. Ja, war klar. Schloss. Ja, fein. Wer kommt denn da in mein Schloss? Bist du hier, um mich zu befreien? Tania, Lichtbringer von Ilmek. Ich langweile mich so. Es ist so gemein. Ich will spielen, mich vergnügen und essen. Ich will sie alle fressen. Nein, dann bleibst du eben hier und tanzt mit mir. Für immer und ewig. Ja! Der andere ist auch. Okay, dann nicht. Immer Tag, nie Nein! Geh da rein! Oh. Achso, reingehen. Ups. Ja, reingehen.
Übrigens, das ganze Titania-Ding ist von Shakespeare. Aha. Erklär mal. Wenn du das kannst. So, meine, wenn du das jetzt dich nicht überfordert. Titania ist Königin von Sally Court in Shakespeares Ein Sommernachtstraum. Ja. Deswegen heißt Anne ihre Angriffe Sommernachtstraum. Gestorben. Die haben wohl noch nicht Shiva gespielt. Ja. Das war eine alte Shiva-Mechanik. Ah, okay, der. Hallo? Aha. Also der erste da, wo Anne steht, zuerst wahrscheinlich. Nee. Der Baum muss zuerst gemacht werden. Ich mach den falschen zuerst. Nein, nicht rein! Nicht rein. Nicht rein. Der Pfeil ist nach außen gegangen, deswegen habe ich gedacht. Ja, du musst davor stehen. Ah, kein davor, Fall okay. Rein. Wir müssen den Baum machen, ne? Das haben wir gleich verkackt.
Mit Sommernachtstraum, okay. Zum Beispiel ebenso eine Figur aus Ein Midsommernachtstraum. Was? Puck. Puck. Eine der Ads aus Puck-Kassen. Der Schlag ist noch rausgekommen. Schön. Dein fucking Ernst? Dieser Tankel. Dann mach ich halt.
Und mit uns. Zieht er den nach dorthin. Sehr gut. Der Tanz hat ein Ende. Da haben wir es geschafft. Zwei von sechs Lichtbringer erledigt, oder? Fünf Lichtbringer. Fünf, okay. Sechs Gebiet hat kein Lichtbringer. Ich bin so stolz auf dich, mein Snejak. Das hast du wirklich fabelhaft hinbekommen. Ah! Kleid und Krone, Stab und Schuh. Oh, endlich sind sie wieder vereint.
Sie sind der Schlüssel, um den Weg ins Schloss zu öffnen. Aber Sie sind auch die vier feierlichen Insignien des rechtmäßigen Königs. Der Zauber besagte, dass man nur mit den Insignien ins Schloss kommt. Und wer den Feenkönig besiegt, der soll ihm auch auf den Thron folgen. Ein solcher hat natürlich keine Zeit für Abenteuer. Er gehört dann zu uns. Mein Bäumchen. Mein liebes, liebes Bäumchen. Wir Feen leben ewig, doch ihr seid von anderer Schönheit. Ihr greift nach Dingen, die ihr vielleicht nie erreichen werdet. Ihr lebt, um denen nach euch etwas zu hinterlassen. Das ist es, was euch so glänzend macht. Ich sehne mich so nach diesem Glanz. Bitte. Lass dein Zweiglein den Thron für dich besteigen, auf dass du weiter deinem Streben nachgehen kannst. Wir haben jetzt also die Königin der Pixies untertan, oder was? Königin der Feen, ja. Jetzt weißt du auch, warum wir die nicht ewig rufen können. Hä? Also dann, wollen wir uns nun den lästigen Störenfrieden zuwenden, die es Kleid ist echt hübsch. Königreich zu betreten? Übrigens, dieser Soundtrack, der da spielt, ich weiß nicht, ob du schon so weit bist. Wahrscheinlich nicht. Jetzt hat sich gerade in die Königin verwandelt. Okay, nein. Oder in den König. Verflucht. Mehr gibt's keine weibliche Form wahrscheinlich. Sobald die Szenerie wechselt, quasi. Den Soundtrack. Ja. Das ist ein 1.0 Soundtrack. Verdammte Feenviecher! Hören die denn nie auf mit ihren albernen Streichen? Oh nein! Hört her, ihr Schmeißfliegen! Bei euch hat sich jemand versteckt, den wir haben wollen. Ihr wisst, wo sie sind. Also zeigt euch und sagt's uns, oder ich werde... Hör auf! Du tust mir weh! Ah! Schluss jetzt, das ist genug. Hebt den Zauber auf. Minfilia, du ungezogenes Kind. Wann hast du endlich genug von diesen Schwächlingen? Ich werde nicht mit dir nach Yulmor zurückgehen. Und ich lasse nicht zu, dass du meine Freunde aufhältst. Wie hältst du denn deine Waffe? Hab ich dir vielleicht beigebracht, so zu kämpfen? So eine wie du ist mir ja noch nie untergekommen. Sieh dich an. Du machst dich ja lächerlich. Deine Schwäche ist eine Schande für deinen Lehrmeister und alle Orakel. Nur unter dem Schutz meines Herrn wirst du überleben. Toller Lehrmeister bist du. Was hast du ihr denn beigebracht? Dass die Welt ein Gefängnis ist? Erst ohne dich hat sie die Kraft gefunden zu kämpfen. Du bist kein Lehrmeister. Du bist ein alter, gebrochener Knecht. Was weiß denn eine feige Ratte wie du vom Kämpfen? Auf dem Schlachtfeld wartet nichts als Tod und Verderben. Das einzige Heil liegt in einer den Frieden wahrenden Obrigkeit.
Da! Der Himmel! Sie hat gesiegt! Die Kriegerin der Dunkelheit! Das ist unmöglich. General Ranjit, wie lauten eure Befehle? Na was wohl. Weg mit diesen Schwächlingen und bringt mir die Kriegerin der Dunkelheit. Alle Mann, Angriff! Nehmt die Störenfriede fest! Seid ihr taub? Ich habe gesagt... Tilt Remis! Akta Ormain! Akta Ormain! Was soll das? Eine Pfütze? Wo kommt die denn auf einmal her? Das hält doch keiner aus. Tut was! Tut doch irgendwas! Das ist ein Befehl! General Ranjit, es sind noch mehr im Anflug. Befehlt den Rückzug. Bitte! Leugnet es nicht. Ihr seid mit der Kriegerin der Dunkelheit im Bunde. Mein Herr wird mit stahlharter Faust für Ordnung sorgen. Verlasst euch drauf. Der sagt mit fetter Faust. Dann ist sie jetzt also eine Hoheit, ja? Vielen Dank, dass du uns geholfen hast, Feo'ul. Ich meine, Eure Majestät. Ein dunkler Nachthimmel nach so langer Zeit. Das musste einfach mit einem gehörigen Schabernack gefeiert werden. Aber vergesst nicht, wir Feen leben ewig. Und doch sind wir wie die Gischt in der Brandung zwischen Leben und Tod. Ohne jede Sorge leben wir nur in dem Moment und verschwenden keinen Gedanken daran, dass er jemals enden könnte. Deswegen sind wir nicht in der Lage, mit euch mitzufühlen und für die Zukunft zu kämpfen. Heißt das, dass ihr uns beim Kampf gegen die Sündenvertilger nicht helfen werdet? Nur wenn es wirklich ganz viel Spaß verspricht. Aber ich habe nicht vergessen, dass ich euch noch einen Gefallen schulde. Was wir nehmen, machen wir wieder gut. Was wir bekommen, geben wir zurück. Das ist das Gesetz von Ilmek. Und weil ihr uns den funkelnden Himmel geschenkt habt, werden wir euch das mit unserer Hilfe zurückzahlen. Vergesst nie, ihr braucht uns nur zu rufen. Wenn du bei der Gesprächsoption bist.
Gib kurz Sorry, Bescheid. Da? Ja. Gib dann Bescheid. Nimm mal das Erste. Ich will mich aber noch nicht von dir trennen, okay. Aber was wird das so unsere Vertrag? Okay. Ich will mich aber noch nicht von dir trennen. Ich werde natürlich trotzdem immer noch bei dir sein. Also nicht ich, sondern ein kleines Stellvertreterzweiglein. Das lasse ich einfach an deiner Seite schweben, während ich gemütlich in meinem Schloss bleibe. Ist doch kinderleicht. Behandle es genauso gut wie mich. Dein ist Nephis. Hörst du? Tullis, du bringst mich immer wieder zum Staunen. Zum zweiten Mal hast du nun vollbracht, was anderen unmöglich ist, einen Lichtbringer zu vernichten. Dank dir hat auch Emek seine Nacht wieder. Ein großer und wichtiger Schritt auf dem Weg, die erste Splitterwelt zu heilen und die achte Katastrophe in der Ursprungswelt zu verhindern. Und auch wenn es die anderen Völker außerhalb Emeks nicht berühren mag, die Feen haben einen neuen König, ein neues Oberhaupt, um das sie sich scharen können. Auch das kann in Zukunft weitreichende Auswirkungen zu unseren Gunsten haben. Dazu kommt, dass das nebenher erworbene Wissen, das der Feen zur Herstellung eines Aurazyten ein außerordentlicher Glücksfall für uns ist. Ein Erfolg auf der ganzen Linie für uns alle, möchte ich meinen. Frei wie ein Vogel, Imek. Die nächste machen wir noch. Und dann hören wir für heute auf. Klingt gut. Alle Achtung, Solis, das war mal wieder eine Glanzleistung. Du hast es echt drauf. Und zwar nicht, weil du die Gabe des Lichts hast, sondern weil du einfach eine Kämpferin bist, die mit allen Wassern gewaschen ist. Minfilia und ich würden gerne weiterhin an deiner Seite reisen. An der Seite der Kriegerin der Dunkelheit. Wir werden gemeinsam mit dir kämpfen, bis zum bitteren Ende, um beide Welten zu retten. Als ob wir jetzt sagen würden, nö, wir haben keinen Bock auf euch. Geht. Jetzt aber sollten wir nach Crystarium zurückkehren. Wer weiß, was dort während unserer Abwesenheit alles passiert ist. Die Armee von Yulmor hat ihren Marsch auf Crystarium verschoben, um uns zu verfolgen. Aber jetzt werden sie bald eine Entscheidung erzwingen. Und dann kann Crystarium jede Hilfe gebrauchen. Davon abgesehen habe ich von den Feen und ihren kindischen Streichen die Nase gestrichen voll. Ja, ich bin nur entsetzt. Achso, und Oh ja, hier bleibt da, Daxek. Nein, komm natürlich mit. Den wirst du nicht los. Ja, Crystarium. Stimmt, du hast ja Favoriten, ne? Ja, warte, aber im... Kann die Labor-Ticket, das wird sich nicht aus. Ja. Ich würde sagen, wenn wir das nächste Gebiet fertig haben, dann sind wir eigentlich schon mit der Hälfte durch. Echt? Schon? Ich meine schon.
Das macht Shadowbringers tatsächlich sehr gut. Die ganzen Fetch-Quests sind nicht allzu lang. Also, das, was wir jetzt für die Stämme machen müssen, das war jetzt nicht allzu schlimm. Ja. Da haben sie viel besser gemacht wie in die vorigen Tage. Ein Glück. In Crestarium scheint alles beim Alten zu sein. Ranjit war wohl zu sehr damit beschäftigt, uns zu schnappen. Wir sollten weiter auf der Hut bleiben. Aber fürs Erste scheint alles in Ordnung zu sein. Ja. Oh. Ja. Da seid ihr ja endlich. Reichlich langsam für die Retter der Welt. Wer bist du? Dieses Antlitz ist einem galäischen Geschichtsbuch entstiegen. Und da gehört es eigentlich auch hin. Was für ein fleißiger Schüler. Da bleibt mir eine weitschweifige Lektion in Geschichte ja erspart. Ich bin Solus Zos Galvus, erster Kaiser von Garlemald und Herrscher über ein paar andere Länder noch dazu. Doch in Wirklichkeit... Emmet Selch, ein Assien. Gaius hat uns von dir erzählt. Du bist einer der drei Ursprünglichen. Er ist vom gleichen Rang wie La Habrea. Und bestimmt nicht hier, nur um uns die Hand zu schütteln. Seht euch nur diesen Himmel an. So schön und wohltuend. Ach, es ist doch wirklich... wirklich zum Kotzen. Die Lichtflut war überwältigend. Der erste Splitter war beinahe ganz in Licht gehüllt, der Stillstand fast perfekt. Ich war so nah dran. Doch dann machte die rührende Kraft der Sterblichen alles wieder zunichte. Ihr Tun reichte aus, den Stillstand gerade so zu stören, dass das Gleichgewicht hielt und die Nova verhindert wurde. Das alleine hätte ich natürlich noch richten können. Borthry ist recht geschickt darin, seine Untertanen stillzuhalten. So verdammt witzig, wie theatralisch er ist. Dann kamst du. Du hast die Lichtbringer ausgeschaltet und die Dunkelheit zurückgebracht. Der ganze Plan, paff, zerstört. Ausgezeichnet. Dann war Uriangés Theorie also korrekt. Endlich mal gute Nachrichten. Sag jetzt nur noch, dass du aufgibst, dann können wir alle nach Hause gehen. Ach, immer dieses Gehabe. Das ist der Grund, warum ich mich so ungern mit euresgleichen abgebe. Zuerst wollte ich es Borthry überlassen, euch aus dem Weg zu räumen. Aber das wäre genau der gleiche Fehler gewesen, den der alte La Habrea beging, und wir alle wissen ja, wie das ausgegangen ist. Also habe ich mir etwas ganz anderes ausgedacht. Arbeiten wir doch zusammen. Ich werde euch nicht daran hindern, die Lichtbringer zu beseitigen. Und wenn nötig, stehe ich euch sogar mit Rat und Tat zur Seite. Das musst du erklären. Ihr wollt doch eine Katastrophe herbeiführen, um die Welten zu vereinen. Ihr habt es ein ums andere Mal getan. Und das ist es doch auch, was ihr diesmal vorhabt. Daran hat sich nichts geändert. Aber warum wir das tun? Davon habt ihr nicht die geringste Ahnung, habe ich recht? Was bringt es denn, wenn wir uns weiter wie die Barbaren bekriegen, ohne etwas voneinander zu wissen?
Wenigstens einmal sollten wir versuchen, besonnen aufeinander zuzugehen. Sei es Fluch oder Segen, ich bin unsterblich. Wenn es mir beliebt, könnte ich jederzeit einen neuen Plan fassen, um euch loszuwerden. Aber ich dachte, es wäre doch den Versuch wert, mit der Heldin dieser Welt einmal zu sprechen. Was denkt sie? Was will sie bewirken? Sind unsere Ziele wirklich unvereinbar? Vergesst euren blinden Hass. Springt über euren Schatten und wendet euch den Ashiens zu. Wer weiß? Vielleicht finden wir ja wirklich einen Weg, unsere Interessen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Was er sagt, entbehrt nicht jeder Vernunft. Aber sich eines Trugbilds zu bedienen, das erscheint mir doch etwas unaufrichtig. Ich muss doch sehr bitten. Sie hat schließlich einen der unseren auf dem Gewissen. Ist es doch nur verständlich, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Aber belassen wir es für heute dabei. Meine Freunde, ich verabschiede mich. Wir sehen uns bald wieder. Merkt ihr seine Verabschiedungsgeste? Und was hältst du alles davon? Das ist interessant. Interessant, sagst du so? Okay. Zahn sagt nicht viel aus. Oder sagt schon viel aus, aber zu viel. Aber wir hatten recht. Solus Galvus ist er mit Zeg. Wie wir vermutet haben. Ja, okay, das ist jetzt immer die größte Überraschung. Blieb nicht mehr viel übrig, ne? Wohl, doch, eigentlich schon. Ja, also, du findest es interessant? Sein Angebot, oder was findest du interessant? Was da gerade mal passiert ist. Im Namen der Götter, die Sache mit der Zusammenarbeit meint er doch nicht ernst. Wir sollten uns die Zeit nehmen und gründlich nachdenken. Wir müssen uns unbedingt mit dem Kristallexarchen austauschen und gleichzeitig sollten wir die Armee von Yuma im Auge behalten. Aber überlass das ruhig erstmal uns, Solus. Du hast gerade einen anstrengenden Kampf gegen einen Lichtbringer hinter dir und willst dich bestimmt etwas ausruhen. Schließlich brauchst du einen klaren Kopf, um dir eine Meinung über das Angebot des Ashiens bilden zu können. Wir sorgen dafür, dass der Kristallexarch über die Ereignisse informiert wird und du ruhst dich etwas aus. Wir sehen uns dann später wieder. Ja, stimmt. Ich habe meine Ausführungen von Shakespeare noch nicht beendet, gell? Ja. Es gibt sogar zwei Könige bei Shakespeare. Einmal den Sommer und einmal den Winterhof. Oberon und Titania. Okay.
Oberon einer zu Oberons Hofkletter Puck dazu, das ist er. Mit gern Streicher und so. Und worum geht's da so? Nicht um allzu viel, das ist ein Shakespeare-Stück. Da geht's nie um viel. Okay. Aber die Prämisse ist ganz cool, die ist ziemlich oft aufgenommen worden und eben da. Du meinst jetzt hier, oder wie? Mhm. Okay. Hatte das denn Ähnlichkeiten miteinander oder gar nicht? Ich erkenne es halt nicht, weil... Na, nur Kleinigkeiten. Also eher so nur die Namen. Okay. Mhm. Ah, die werte Dame, ich habe euch schon erwartet. Die Neuigkeit von eurer Rückkehr ist bereits in aller Munde. Ich habe soeben eine kleine Aufmerksamkeit auf euer Zimmer bringen lassen. Bitte ruht euch aus und lasst mich wissen, wenn ihr etwas benötigt. Ich hoffe, die kleine Aufmerksamkeit weiß zu gefallen. Einen geruhsamen Aufenthalt wünsche ich. Tut mir leid, dass ich dir so viel zugemutet habe. Ruh dich gut aus. Ein Gruß vom Kristallexarchen. Ob er alles in seinem magischen Spiegel gesehen hat? Was für eine nette Geste. Die Bürger dieser Stadt halten sehr viel von dem Kristallexarchen. Er ist ein guter Mann, keine Frage. Aber er ist von vielen Rätseln umgeben. Ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals gesehen zu haben, als ich noch lebte. Allerdings war ich nach der Lichtflut auch nicht mehr ich selbst. Darüber, wer er ist und wie diese Stadt entstanden ist, weiß ich nicht mehr als du. Aber noch rätselhafter ist dieser Emet Selch. Ich erinnere mich, als die Welt drohte, von der Lichtflut komplett ausgelöscht zu werden, erschien uns ein Aschien in einer weißen Robe. Wenn wir der Nachwelt etwas von uns hinterlassen wollten, müssten wir die Vereinigung der Welten herbeiführen, sagte er. Es war die Liebe. Verzweifelt wie wir waren, glaubten wir ihm. Unwissend, dass es doch die Aschiens waren, welche die Lichtflut ausgelöst und unsere Welt dem Untergang geweiht hatten. Dass wir uns so leicht für ihre Machenschaften einspannen ließen, haben wir nur uns selbst vorzuwerfen. Dabei habe ich eins gelernt. Einem Aschien ist nicht zu trauen. In einem Punkt hat er allerdings recht. Wir wissen nichts über ihre Beweggründe. Im Grunde genommen wissen wir gar nicht, gegen wen wir kämpfen. Es hat keinen Sinn, immer weiter gegen etwas anzukämpfen, ohne zu wissen, warum. Ich bin dafür der beste Beweis. Ich habe alles verloren. Was? An welcher Stelle bist du? Wo ich was aussuche. Wo du was aussuchst? So. Achso, ja, okay, lol. nein, du hast auch etwas hinterlassen. Ich frage mich, was Seto dazu sagen würde. Eigentlich wollte ich mich ja etwas ausruhen. Das dritte ist witzig. Eigentlich geht das jetzt gehen. Ja, also was willst du nehmen? Ich weiß nicht ganz, was man mit dem ersten sagen will. Deswegen würde ich sagen, dass man das dritte, weil... Also, keine Ahnung, was man damit sagen will. Die Hoffnung wahrscheinlich. Ja, irgendwie so.
Okay, wir nehmen aber das weiter. Ich frage mich, was Hette dazu sagen würde. Wie kommst du denn jetzt auf Seto? Ach ja, der gute Seto. Als wir zusammen auf Reisen waren, war er ein nimmermüder, manchmal einfältiger Draufgänger. Erstaunlich, was aus ihm geworden ist. Er ist ein Kind der Ahnen. Und meinen Orden, den hütet er wie einen Schatz. Hast du denn keinen Mitstreiter, der dich ständig auf deinen Abenteuern begleitet? Dein Chocobo. Wie hieß der nochmal? Einer hieß Noctis. Wir haben guten Appetit, muss ich nur mal so sagen. Ja, wir haben Titania besiegt, also kann man schon mal ein paar Brötchen essen. So 10 Schnitten einfach mal hinterher reinklopfen. Alles klar. Echte und falsche Freunde. Perfekt. Errungenschaft heißt immer Ende. Haben wir hier. Ja. Ich empfehle dir noch, wenn wir jetzt, kannst du dir das Questbild mal angucken? Ja, warte sofort. Ich muss noch die Schnitten in mein Inventar, in mein anderes Inventar tun. Jetzt bin ich so weiter. Anderes Inventar, okay. Du siehst ihn ja, ne? Immer wenn er auftaucht und du mit ihm sprechen kannst, tu es. Es ist wichtig. Wer? Was? Du siehst das Bild. Ja. Da siehst du den Assien. Und immer, ja, wenn du die Möglichkeit hast, während der Quest mit ihm zu sprechen. Ach so, okay. Ja, das mache ich mit jedem. Ja. Aber, da würde ich sagen, das ist das perfekte Ende. Wir haben die Pixies abgeschlossen. Pixie-Welt. Wenn du jetzt hier so mal auf die Karte gehst und die eine blaue Quest hier, direkt die erste, also nicht die Jagdquest hier, diese Clan-Kuku, sondern hier zwischen Traum und Wachen. Ja. Das ist die, der Beast Tribe, den du machen kannst. Also wie du Stamm. Okay, ja. Damit du es weißt. Ansonsten super, würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Hören uns an. Gut. Dienstag spätestens. Schlafen gehen. Gute Idee. Richtig. Ja, richtig. Ich wollte eigentlich vor einer Stunde aufhören, aber da habe ich mir gedacht, komm. Den nehmen wir jetzt noch mit. Ja, wir hätten genau davor aufgehört und ich dachte mir so, ja komm, das lohnt sich jetzt aber nicht. Ja, war cool, dass wir es jetzt verbracht haben, ja. Ja, würde ich abgeschlossen haben. Na dann, sage ich ciao, ciao. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.